Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von Nähen mit Burda. Heute nähen wir eine schicke Basic-Hose. Durch den lockeren Fit und die 7/8 Länge eignet sich diese Hose perfekt für die ersten warmen Frühlingstage. Wir nähen unser Modell mit der Yuki HZL DX3, die der perfekte Begleiter für deine kreativen Nähprojekte ist. Für die Hose verwenden wir einen Bio-Baumwollkörper in einer spannenden Bicolor-Optik. Zusätzlich benötigst du farblich passendes Nähgarn, Nähmaschinennadeln, unsere sind von Schmeds, 80 mm breites Buntfix, einen Reißverschluss, ein Reißverschlussfüßchen, einen Knopf und deine üblichen Nähutensilien. Unsere sind wie immer von Fino. Zuerst ermittelst du deine passende Burda-Style-Größe. Für die Hose benötigst du deinen Taillen- und Hüftumfang. Wie du dich ausmisst, siehst du in unserem Video richtig Maß nehmen. Markiere nun deine Maße in der Größentabelle auf dem Schnittbogen. Wenn deine gemessenen Maße von der Größe in der Tabelle abweichen, kannst du dein Schnittmuster mit Hilfe unseres Videos Schnittanpassung am Papierschnitt abändern. Die Größen auf dem Schnittbogen haben verschiedene Konturlinien. Markiere die Kontur deiner Größenlinie mit einem farbigen Stift. Das erleichtert dir das Ausschneiden. Schneide dann die markierten Schnittteile aus. Als nächstes wird der Stoff zugeschnitten. Wie du die Schnittteile auf dem Stoff anordnest, siehst du auf dem Zuschneideplan auf dem Schnittbogen. Falte den Stoff längs zur Hälfte. Die rechte schöne Seite liegt innen und die Webkanten liegen aufeinander. Stecke die Schnittteile laut Zuschneideplan auf dem Stoff fest. Da wir einen Stoff ohne Strichrichtung verwenden, kann das eine Hosenteil entgegengesetzt zum Fadenlauf zugeschnitten werden. Wenn du allerdings einen Stoff mit Muster oder Strichrichtung verwendest, solltest du alle Teile im Fadenlauf zuschneiden. Zeichne dann 1,5 cm Naht und 6 cm Saumzugabe parallel zu den Papierschnittkanten auf den Stoff. Achte darauf, am Saum die Zugaben seitlich auszustellen, damit du am Saum genügend Weite hast. Damit der Bund stabiler wird, bügelst du vor dem Nähen Buntfix auf beide Bundteile. Schneide dazu zwei Teile in der Länge von Teil 4 vom Buntfix ab. Bügel sie jeweils auf die linke Stoffseite. Achte darauf, dass der Bund an den langen Kanten 0,5 cm neben dem Buntfix übersteht. Die perforierten Teile am Buntfix zeigen dir die Naht- und Umbruchlinien und vereinfachen das Nähen des Bundes. Bevor du die Schnittteile vom Stoff entfernst, werden die Schnittkonturen und Saumlinien auf dem Stoff markiert. Dazu verwendest du am besten ein Kopierrädchen und das Burda-Style-Kopierpapier. Eine detaillierte Anleitung findest du in der Packung des Kopierpapiers. Vergiss nicht, auch die Markierungen vom Schnittmuster auf den Stoff zu übertragen. Die vordere Mitte am Bund, der Reißverschlussschlitz, die Saumlinien sowie die Schlitzmarkierung im Schnittteil kannst du mit einer Heftnaht markieren. Dann kannst du alle Schnittteile vom Stoff entfernen. Jetzt kann es losgehen mit Nähen. Für feste Stoffe wie diesen Baumwollkörper verwendest du am besten eine Nadeldicke von 80. Wir starten mit den Abnähern. Falte die Abnäher längs aufeinander. Dabei liegen die rechten Stoffseiten innen. Nähe die Abnäher an den vorderen und rückwärtigen Hosenteilen entlang der markierten Nahtlinie. Verriegle den Nahtanfang und verknote die Fäden am Ende der Abnäher. Bügle sie dann jeweils zur vorderen und rückwärtigen Mitte. Weiter geht es mit den Seiten- und inneren Beinnähten. Versäubere diese Kanten zuerst. Wir nähen mit der Overlock MO 2500 von Yuki, die gleichzeitig die Kanten auch zurückschneidet. Sie hat einen praktischen Kniehebel und eine Magnetablage, die dir das Nähen erleichtern. Mit der Lufteinfädelung hast du nie wieder Fadensalat, da du auf Knopfdruck deine Fäden durch die Führung bringst. Du kannst die Kanten aber auch mit einer Stoffschere zurückschneiden und mit einem Zickzack- oder Versäuberungsstich an deiner Nähmaschine versäubern. Lege nun die vorderen Hosenteile rechts auf die rückwärtigen Hosenteile. Stecke die Seitennähte aufeinander. Nähe entlang der markierten Nahtlinie und ende jeweils am unteren Querstrich für den Schlitz. Stecke die inneren Beinnähte genauso aufeinander. Beim Nähen werden die rückwärtigen Hosenteile von oben bis zum Querstrich leicht gedehnt. Sichere Nahtanfang und Ende durch Rückstiche. Bügle anschließend die Nahtzugaben auseinander und an den seitlichen Schlitzen fortlaufend nach innen.
Als nächstes nähst du die Mittelnaht an der Hose. Dafür versäuberst du zuerst die Mittelnahtkanten und die vorderen Besätze. Wende dann ein Hosenbein auf rechts und schiebe die Hosenbeine so ineinander, dass die rechten Stoffseiten aufeinander liegen. Nähe nun die Mittelnaht von den inneren Beinnähten bis zum Schlitzzeichen. Jetzt kommt der Reißverschluss in die vordere Mitte. Bügle dazu den rechten Besatz an der vorderen Mitte nach innen um. Am linken vorderen Hosenteil lässt du den Besatz 0,7 cm breit als Untertritt vorstehen. So wird der Reißverschluss später verdeckt. Öffne den Reißverschluss und stecke den Untertritt am linken Hosenteil dicht neben dem Verschlusszähnchen auf das Reißverschlussband. Der Reißverschluss beginnt an der markierten Nahtlinie. Setze das Reißverschlussfüßchen ein und steppe ihn schmal fest. Schließe den Reißverschluss und stecke den Schlitz Mitte auf Mitte zu. Stecke dann den Besatz der rechten Verschlusskante auf das Reißverschlussband und achte darauf, dass du dabei das Hosenteil nicht mitfasst. Steppe das Reißverschlussband auf den Besatz. Nähe am rechten vorderen Hosenteil von außen entlang der markierten Stepplinie. Dabei wird innen der Besatz festgesteppt. Entferne anschließend die Heftfäden. Falte den Untertritt längs. Die rechte Stoffseite liegt innen. Nähe die unteren Kanten aufeinander. Schneide die Zugaben zurück und die Ecken am Umbruch schräg ab. Wende dann den Untertritt und bügle die Kanten. Stecke jetzt die offenen Kanten aufeinander und versäubere sie zusammengefasst. Stecke den Untertritt so unter die linke Schlitzkante, dass die versäuberte Kante unter dem Reißverschlussband liegt. Nähe den Untertritt genau in die Stepplinie vom Reißverschluss fest. Nähe dann die untere Ecke von Hand auf den Besatz der rechten Schlitzkante. Stecke die Bundteile rechts auf rechts und Mitte auf Mitte auf die oberen Hosenkanten. Achte darauf, dass die vordere Mitte vom Bund am rechten Hosenteil an der umgebügelten Kante liegt. Am linken Hosenteil steht nur die Nahtzugabe über. Steppe den Bund an die obere Hosenkante. Bügle anschließend die Nahtzugabe in die Bundteile. Bügle dann die Nahtzugabe der anderen langen Bundkante nach innen um. Falte den Bund jeweils an der Umbruchlinie, die rechte Stoffseite liegt innen. Nähe die schmalen vorderen Kanten aufeinander, rechts an der vorderen Mitte, links am Untertritt. Schneide die Zugaben zurück und die Ecken schräg ab. Wende die Bundteile und falte die hinteren Bundkanten nach oben. Lege die Hosenbeine wieder rechts auf rechts ineinander. Stecke die rückwärtige Mittelnaht und die Bundkanten aufeinander. Nähe entlang der markierten Nahtlinie und sichere die Nahtenden. Bügle die Zugaben von oben bis zum Beginn der Rundung auseinander. Wende dann den Bund an der Umbruchlinie nach innen. Stecke die umgebügelte Kante über die Ansatznaht fest. Steppe den Bund von außen rundum schmal ab. Dabei wird die innere Bundkante festgenäht. Jetzt geht's ans Knopfloch. Übertrage die Knopflochlage von deinem Schnittteil auf den rechten Bund. Nähe an der Markierung ein Knopfloch ein. Die meisten Nähmaschinen haben hierfür eine spezielle Sticheinstellung und ein Knopflochfüßchen. Schau in deiner Anleitung nach, wie du deine Nähmaschine dafür vorbereitest. Die Länge des Knopflochs richtet sich hierbei immer nach der Knopfgröße. Schneide das Knopfloch mit einer kleinen Spitzenschere auf und schließe den Reißverschluss. Nähe den Knopf passend zum Knopfloch auf den Untertritt am linken Hosenteil. Steche hier beim Nähen durch alle Stofflagen. Du hast es fast geschafft. Es fehlt nur noch der Saum mit Schlitz. Versäubere zuerst die Saumkanten.
Falte den Saum an der Umbruchlinie rechts auf rechts und nähe die Schlitzkanten aufeinander. Wende die Hose auf links. Bügle den Schlitz und den Saum glatt. Stecke im Abstand von ca. 4,5 cm den Saum mit Stecknadeln fest und nähe ihn locker von Hand an. Wie ein Saumstich genäht wird, kannst du in unserer Videoreihe How To beim Video Handstiche nachschauen. Entferne anschließend noch alle restlichen Heftfäden an deiner Hose. Und schon ist deine neue Übergangshose fertig. Teile dein Ergebnis gerne auf Social Media mit uns und vertagge Borderstyle Germany. Mehr Inspiration findest du natürlich auch auf unseren sozialen Kanälen, also schau gerne mal vorbei. Wir hoffen, du hattest Spaß beim Nähen und bist auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Nähen mit Borda.